06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Torben, 90 Minuten gegen Rot-Weiß Essen, um heute den zweiten Derby-Sieg innerhalb von einer Woche zu feiern. Ich glaube, viel geiler kann ein Sonntag nicht sein. Ich muss auch sagen, also es fühlt sich schon sehr, sehr gut an, ja. Was habt ihr heute den Tacken besser gemacht, um am Ende verdient mit 2:1 zu gewinnen? Ich glaube vor allem die zweite Halbzeit, wie wir da aus der Halbzeit gekommen sind, mit was für einem Pressing wir da, mit welcher Bereitschaft wir gepresst haben. Wir haben uns die Bälle geil erobert, hatten super Chancen und im Endeffekt haben wir uns über Dego uns dann auch mit einem super Tor belohnt. Ich glaube vor allen Dingen die zweite Halbzeit war wirklich ausschlaggebend dafür, dass wir heute absolut verdient 2:1 gewonnen haben. Wie sehr hat es im Spiel genagt, dass man nicht den zweiten schon ein bisschen früher gemacht hat? Gerade nach der Pause direkt hatte man ja die riesen Chancen. Ja, aber irgendwie, ich muss sagen, zumindest was bei mir so, man hat nicht gerade lange drüber nachgedacht, man ging sofort weiter. Wir haben das ganze Spiel über versucht, irgendwie besser unser Pressing halt aufzuführen, wie ich sage. Und da hat man nicht so viel Zeit, irgendwie vergebenen Chancen hinterher zu trauern. Von daher, wir haben weitergemacht und zum Glück hat Dego uns dann belohnt. Wahrscheinlich war auch genau das der Schlüssel, sich gar nicht davon sowas ablenken zu lassen, sondern einfach diesen Spirit über 90 Minuten reinzukriegen. Ja, absolut. Ich glaube, jeder von uns ist heute gefühlt mehr als 12 Kilometer gelaufen. Also wir haben hier echt einiges auf den Platz gelassen und wurden dafür auf jeden Fall belohnt. Belohnt auch nach dem Schlüssel, 2 Derby-Siege innerhalb von einer Woche mit dem Stadion. Das ausverkauft ist zu feiern, das ist auch ein Traum. Ja, es ist wunderbar, ehrlich. Also wenn man sieht, die Fans bleiben alle im Stadion, alle machen mit, alle zusammen für Preußen Münster. Ich glaube, es hat jeder mitgemacht. Ob gegen gerade Haupttribüne, natürlich unsere Ultras, die das immer geil anstimmen, das macht schon sehr viel Spaß und sorgt auch auf jeden Fall für den einen oder anderen Gänsehaut-Moment. Vego, schmeckt der Derby-Sieg doppelt gut, wenn man das Siegtor macht? Klar, es ist dann für einen persönlich dann nochmal was Besonderes, aber ich glaube für uns als Team, für uns als Verein, für die Fans, für uns alle ist der Derby-Sieg einfach unfassbar gut und fühlt sich unfassbar gut an und deswegen sehr, sehr schöne Momente. Ein verdienter Sieg heute? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es gab Phasen, wo wir besser waren, Phasen, wo die besser waren, aber ich glaube, wenn man die 90 Minuten sich anguckt, klar waren Chancen auf beiden Seiten, aber ich glaube schon, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit, die vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz, aber gerade in der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner immer weiter unter Druck gesetzt und uns dann irgendwann am Ende belohnt. Und was euch ausgezeichnet hat, dass ihr einfach über 90 Minuten wirklich markiert seid wie sonst was. Ja, genau. Anders geht es auch in dieser Liga nicht. Das muss Basis sein, weil wenn die Basis nicht da ist, dann kannst du noch so schön Fußball spielen, dann gewinnst du in dieser Liga keine Spiele. In der Hinrunde war es, dass man beide Spiele Bielefeld und Essen verloren hat. Man sieht es dann grinsend schon an, es tut einfach sehr, sehr gut, beide Spiele dann innerhalb von einer Woche zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese englische Woche mit 2 Derbys zu Hause, mit 2 Siegen und auswärts auch noch einen Punkt geholt. Ich glaube, 7 Punkte in der englischen Woche sind sehr, sehr, sehr ordentlich. Und wenn man dann die Gegner sieht, gegen die wir gespielt haben, dann sind die 7 Punkte nochmal vielleicht noch ein bisschen mehr wert. Nico, es war von Anfang an klar, dass das ein heißer Start ins Jahr wird. 3 echt gute, geile Spiele. Jetzt steht ihr am Ende der Woche mit 7 Punkten und 2 Derby-Siegen da. Ist es überragend einfach? Es ist überragend. Es ist ein überragendes Gefühl, vor allem den Fans. Jetzt auch noch nach den 2 Hinpleiten auswärts 2 Siege zu schenken. 2-mal Derby-Sieger, noch in Ingolstadt einen Punkt mitgenommen. Wir nehmen die Woche so, wie sie gekommen ist, sehr gerne sogar. Und ja, jetzt geht es aber auch wieder weiter, ne? Nächste Woche. Von daher kurz feiern und dann wieder abhacken. Aber der Start ins Spiel war auch gerade für dich natürlich perfekt. Ja, fällt mir auch mal einer auf den Kopf. Nee, es war super. Also so einen Start wünscht sich jeder. Vor allen Dingen als Verteidiger, dann bist du noch mal mehr gepusht. Ich glaube sogar mein erstes Heimtor in Ligaspiel, das hat mich noch mal umso mehr gefreut. Ist einfach schön den Fans was zurückzugeben. Hast du auf jeden Fall einen guten Zeitpunkt dafür rausgesucht. Ja, besser hätte ich kommen können, ne? Wie viel Spaß hat es dann einfach gemacht, sich mit dieser Führung im Rücken in alles reinzuwerfen, was da über dieses Spiel dann eben kam? Defensiv für den Innenverteidiger, wir haben uns da reingehauen. Ich glaube, jeder ist über die Grenzen gegangen in der englischen Woche. 3 Partien in 7 Tagen, das ist brutal, das haben wir auch gesehen. War nochmal ein bisschen anstrengender, nochmal konzentrierter zu sein, aber wir haben es sehr gut gelöst. Und die Belohnung gibt es dann eben nach Schlusspfiff, wenn man durch ein ausverkauftes Stadion gehen kann. Ja, das war sehr schön, das war Gänsehaut mit den Fans zu feiern, sehr schön. Trainer, die nächsten 90 Minuten absoluter Nervenkitzel hinter dir, diesmal aber mit dem goldrichtigen Ausgang. Am Schluss war ich echt tot. Also die letzten 10 Minuten, als wir das 1-0 geschossen haben, danach war es ja dann eine echte Abwehrschlacht und die Jungs haben sich reingeworfen. Das hat echt an meinen Nerven gezerrt, und dann noch die lange Nachspielzeit, aber wir haben es über die Zeit gebracht. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass heute die Mannschaft gewinnt, die mehr leidensfähiger ist, die mehr investiert, die jedem verdammten Ball hinterherläuft, und das hat die Mannschaft gerade in der zweiten Hälfte so gut umgesetzt. Wir haben
Wir waren so präsent, wir haben nochmal wirklich die letzten Körner rausgeholt, die in uns waren nach dieser englischen Woche. Wir wollten diesen Sieg unbedingt und die Jungs haben sich belohnt. Und ich kann wirklich nur den Hut ziehen bei dieser Mannschaft heute. Du sagst es, wie groß muss das Kompliment eben sein, um am Ende der englischen Woche genau das nochmal auf den Rasen zu kriegen? Weil wir eben diesen Sieg unbedingt wollen. Es war Essen, wir wussten, wir haben da was gut zu machen. Wir wollten für unsere Fans das Spiel absolut gewinnen, wir wollten für uns das Spiel gewinnen. Und ich habe in der Halbzeit nochmal gesagt, wenn diese 45 Minuten jetzt, die lohnen sich. Die lohnen sich, wenn wir bereit sind, nochmal alles zu geben. Ja, das haben sie dann auch gemacht. Hättest du dir den Fußballstart ins Jahr so ausgemalt? Ich habe davon geträumt, ja. Aber dass es dann halt so kommt, umso schöner. Und ja, das macht dann natürlich dann auch sehr viel Spaß.